wenn der Defi schockt, ist es wirklich schrecklich. Die Arme zucken stark zusammen, die Beine auch. Man hat in der Brust einen kräftigen Schlag. Trotzdem möchte man nicht immer Gesprächsthema sein. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Wenn man ja krank ist, versucht man nicht immer im Mittelpunkt zu sein. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute folgt der zweite Teil des Gesprächs mit Jonathan Fietz. Er ist Herzpatient seit seinem 14. Lebensjahr. Im ersten Gespräch ging es darum, wie es zu seiner Erkrankung überhaupt kam. Diesmal wollen wir uns darüber unterhalten, wie sein Leben mit dem implantierten Defibrillator dann weiter verlief. Denn das war in seinem Fall nicht ganz komplikationslos. Doch heute ist er 30 Jahre alt und lebt seit dem Jahr 2022 sehr gut mit einem neuen Herzen. Hey Jonathan, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei diesem Gespräch. Hallo Ruth, ich freue mich auch auf diese zweite Folge. Tja, mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Jonathan, du hast kurz nachdem du das erste Mal auf dem Fußballplatz blau angelaufen bist, wie wir das geschildert hatten in der ersten Episode, ja, dann umgekippt bist, einen Defibrillator implantiert bekommen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, dass du einen Defi brauchst? Also die Ärzte haben eigentlich immer versucht, diesen Defi erstmal zu umgehen, weil ich 14 Jahre alt war und ja, man wollte einem 14-Jährigen nicht direkt einen Defibrillator implantieren. Und in der Anfangsphase hieß es dann auch, ich sollte eine sogenannte Defi-Weste kriegen, also die man von außen anschnallen kann, um dann im Notfall quasi den Lebensretter sich selbst umschneiden kann. Da ich dann aber in einer Woche relativ viele, ich glaube es waren 3 oder 4 aggressive Herzrhythmusstörungen hatte, als ich im Krankenhaus auch lag, war diese Idee komplett dahin, da diese Weste dann immer ausgetauscht werden müsste oder neu bestückt werden müsste. Und deswegen haben die Ärzte dann doch gesagt, ich sollte den Defi bekommen. Und das war dann auch rückblickend die korrekte und richtige Entscheidung. Trotzdem eine schwerwiegende Entscheidung, weil man ist ja davon ausgegangen, du hattest eine Herzmuskelentzündung, die könnte ja auch vielleicht wieder weggehen. Wie ging es denn insgesamt bei dieser Operation? Wie hast du die erlebt? Ja, also es war am Tag vorher tatsächlich sogar noch eine zweite OP. Von dem Loch, wo ich in der ersten Folge von gesprochen habe, das wollten die Ärzte dann auch verschließen gleich vorher, weil sie nämlich Angst hatten, dass durch diese vielen Herzrhythmusstörungen durch dieses Loch vielleicht ein Blutgerinnsel ins Gehirn wandern könnte und dort schlimmere Schäden anrichten könnte. Das war die große Sorge und das war dann ein Tag vorher und somit hatte ich gar nicht so viel Zeit, um nachzudenken, wie das ist jetzt mit der OP. Ich wurde vorbereitet, ganz normal, dann in den OP gebracht, dort verkabelt. Jegliche, ich sag mal, EKG-Elektroden wurden aufgeklebt und so dieses typische Prozedere, was man dann hat, wenn man auf dem OP-Tisch liegt. Ja, und dann habe ich Narkose bekommen und ich wurde dann auch auf der Intensivstation wieder wach. Das war so das Erlebnis eigentlich, was ich bei der Operation hatte. Natürlich war auch wieder Aufregung mit dem Spiel, was man halt immer so vor Eingriffen hat, vor allem mit 14 Jahren. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so ein weiteres. Genau. Wie ging es dir denn dann direkt danach? Wie fühlte es sich an, als Teenager dann auf einmal so ein elektrisches Gerät in seiner Brust zu wissen? Also direkt nach der OP hatte ich auch quasi die erste Bekanntschaft mit dem Defi. Und zwar hatte ich an dem Abend der OP hatte ich dann die erste Herzrhythmusstörung und der Defi war noch in dieser Grundeinstellung quasi und war noch nicht perfekt konfiguriert. Da möchte ich auch keinen Vorwurf machen. Da hatte ich dann die erste Herzrhythmusstörung, gerade die Seite an der linken Brust war zugenäht, wo sich der Defi befindet. Dann hatte ich die Rhythmusstörung und habe direkt ja ein Schockerlebnis gehabt und das mit der frisch vernähten Narbe tat dann schon ziemlich weh und war kein guter Start, aber es war ja, wie soll ich sagen, es war schon ein holpriger Start, aber es war selbst vom Gefühl her die ersten Tage gar nicht so schlimm. Also das habe ich erst mit der Entlastung zu Hause mehr feststellen können, wie sich das angefühlt hat mit dem Defi. Die Bewegungsfreiheit wurde dann auch besser, als die Schmerzen nachgelassen haben. Und man konnte sich so ein bisschen rantasten, welche Bewegungen gehen, welche fühlen sich komisch an. Das ist mit der Zeit dann erst gekommen und somit hat man das Gerät dann quasi auch besser kennengelernt und auch besser damit leben können. Ja, Jonathan, du hast ja mit deinem Defi irgendwie so richtig Pech am Anfang gehabt. Also nicht nur, dass er implantiert war, auch sofort ausgelöst hat. Es gab ja auch dann im Anschluss nochmals Probleme. Was genau ist da passiert?
Ja, ich hatte quasi diese Anfangszeit, das waren die ersten 4 Wochen eigentlich, die ich zu Hause hatte, hatte ich gut Zeit, das Gerät so kennenzulernen, Gerät kennenlernen. Damit meine ich, die Narbe ist halt verheilt und ich konnte den Alltag ganz gut zu Hause bestreiten. Ich wusste, wie es geht, wie man damit, also auf welcher Seite man am besten schlafen kann, ohne dass es drückt oder sich komisch anfühlt. Und dann nach 4 Wochen sollte ich wieder zur Kontrolle, das ist so üblich, ob alles in Ordnung ist. Und dort wurde dann festgestellt, dass diese Sonde im Herzen, die alles misst und dann auch die Therapie ausführt, defekt war. Und dort wurde mir dann gesagt, es hätte auch tatsächlich sein können, dass das Gerät Rhythmusstörungen nicht erkennt oder vielleicht sogar Sachen falsch erkennt und falsch therapiert. Oh. Und somit dann auch möglicherweise einen Schock abgibt, wenn es gar keinen Schock abgeben soll. Und das hat mich schon in dem Alter sehr, sehr aus der Bahn geworfen, weil ich auf diese Medizintechnik sehr vertraut habe. Und das war nicht ohne. Und die Folge daraus war, dass ja ich nochmal in den OP musste, dass nochmal die Stelle aufgeschnitten werden musste. Ich quasi wieder den gleichen Ablauf hatte, wo ich eigentlich froh war, dass ich den nicht nochmal erleben musste. Wieder diese Wundschmerzen, wieder das Zurückkommen quasi in den Alltag. Das war sehr, sehr lästig und ein herber Rückschlag. Hat dich das dann insgesamt sehr verunsichert, weil du ja gerade noch gesagt hast, du hast der Medizintechnik sehr vertraut und jetzt gab es dann nach gerade mal 4 Wochen schon so einen Sondendefekt und das ganze Prozedere ging nochmal von vorne los? So im ersten Moment war es tatsächlich fast sogar mehr eine gewisse Wut oder eine Enttäuschung. Und das Vertrauen, dass ich das verloren habe, kam dann eigentlich so kurz nach der zweiten OP, dass ich da gedacht habe, Mensch, wird jetzt alles gut sein? Ist diese Sonde denn jetzt in Ordnung? Also, dass man direkt so hinterfragt, ob es nochmal vorkommen kann. Und glücklicherweise hat die Sonde dann aber gehalten und keinen Defekt mehr gehabt. Wie gut konntest du dann, du hast ja gesagt, du hast dich mit dem Gerät auch schon vorher mal in den ersten 4 Wochen so arrangiert. Wie gut kann man damit leben? Oder hast du dann doch noch auch längerfristig irgendwelche Einschränkungen gespürt? Also der Alltag funktioniert damit gut. Also man kann mit einem Defi sehr gut leben. Man mit der Zeit, wenn man sich an das Gerät gewöhnt hat, dass es unter der Haut ist, merkt man es irgendwann gar nicht mehr. Also im Alltag kommt man da wirklich gut mit zurecht. Es sei denn, man kommt da mal komisch dran, man macht irgendeine Bewegung, man verreißt plötzlich den Arm und hat dadurch dann quasi irgendein Druckgefühl. Da merkt man schon, oh, da ist ja irgendwas, da muss man aufpassen. Eigentlich war es dann tatsächlich schwieriger damit zu leben, als Herzrhythmusstörungen mit ins Spiel kamen. Also wenn das Gerät nichts macht, gewöhnt man sich dran. Wenn es natürlich arbeitet, dann gewöhnt man sich nicht so gut daran. Man muss dann lernen, damit umzugehen, weil es dann doch eher unangenehm ist. Gab es auch Einschränkungen irgendwie vielleicht bei Schwimmen, Freizeitaktivitäten, beim Urlaub? Bist du da also beim Schwimmen weiß ich nicht. Genau, also beim Schwimmen beispielsweise, das weiß ich nur aus Erzählung, weil ich durch dieses Sportverbot das gar nicht selbst ausprobieren konnte, aber dass man die Arme nicht so überstrecken soll, auch beispielsweise im Alltag, wenn man irgendwas aus dem obersten Regal greift, dass man da nicht den Arm so extrem hochstreckt, dieses ganze Überstrecken oder Arme kreisen ist kontraproduktiv. Das wurde mir immer mitgeteilt. Beim Urlaub hatte ich selbst nie Probleme. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nie geflogen. Da habe ich auch gehört, dass man am Flughafen bei den Sicherheitskontrollen da Bescheid geben soll, steht auch auf den Ausweisen drauf, dass man nicht durch diese Lichtschranken, durch diese Sicherheitslichtschranken gehen darf oder durch diese Magnetfelder eher gesagt. Was auch dann nochmal ein Punkt ist im Alltag, beispielsweise Induktionskochfeld ist auch ein Magnetfeld, dass man da einen gewissen Abstand halten muss. Ja, ansonsten hatte ich im Urlaub nie Einschränkungen. Ich habe lediglich dann immer mal geschaut, wo ist denn in der Nähe eine Kardiologie, hat vielleicht das ansässige Krankenhaus vor Ort auch eine Kardiologie, dass man da ein bisschen abgeklärt hat, was ist im Notfall, hat man da vor Ort dann auch die passende Versorgung und kann dann schnell gehandelt werden. Das waren die einzigen Einschränkungen. Aber ansonsten ist wirklich so das Leben mit einem Defi in der Brust völlig in Ordnung. Also kein großes Hindernis. Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Mit welchen Fragen bist du denn vielleicht aus deinem Freundeskreis auch konfrontiert worden, die jetzt ja im Normalfall mit dem Thema Defibrillator sonst nie in Kontakt kommen?
Also häufig gab es dann die Fragen natürlich, wie fühlt sich das an? Wie war so die OP? Merkst du das, wenn das unter der Haut ist? Oder dann halt auch im Laufe der Zeit kamen dann auch ein bisschen detailliertere Fragen, als sie sich damit auskannten. Und dann kamen dann halt auch Fragen, ja, wie ist denn das eigentlich bei so einer Kontrolle? Wie läuft das denn ab, dass die Daten auslesen können? Die kommen ja an das Gerät gar nicht dran. Das wird mit so einem Ring gemacht. In meinem Fall bei dem Aggregat war es so, es gibt auch Hersteller, die das anders machen. Damit kann man dann die Geräte auslesen und das Ganze am PC sehen. Sehr interessant übrigens auch als Patient. Und zusätzlich dann halt so Fragen, wie lange hält denn so eine Batterie? Das ist für einen selbst auch immer sehr, sehr spannend und da kommt man gut ins Gespräch. Trotzdem möchte man nicht immer Gesprächsthema sein. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Wenn man ja krank ist, versucht man nicht immer im Mittelpunkt zu sein. Also man versucht natürlich, gibt es häufig Fragen, wie geht's und wenn dann was passiert ist oder wenn mit dem Defi wieder was war, dann ist das schnell Gesprächsthema, aber dennoch versucht man sich da ein bisschen rauszunehmen und ja, das waren so die häufigsten Fragen eigentlich. Das ist schon mal erwähnt, dein Defi hat, was er natürlich machen soll, auch Schocks abgegeben und du hast sie bei vollem Bewusstsein erlebt. Kannst du mal beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn so ein Schock losgeht? Also wenn der Defi schockt, ist es wirklich schrecklich. Also es fühlt sich sehr schlimm an. Man weiß, dass es kommen kann. Also mein Gerät war ja ein AICD, also ein Defi mit dieser Funktion auch noch als Taktgeber und somit hat er erst immer versucht, die Herzrhythmusstörung überzustimulieren. Das hat man auch gemerkt, das war aber nicht so schlimm. Das war wie so ein Kribbeln in der Brust, quasi so habe ich es immer beschrieben. Und dann wusste man, nach einer gewissen Anzahl an Versuchen gibt es diesen Schock, um den Rhythmus wieder in den Griff zu kriegen. Das war auch immer richtig. Nur selbst dann, wenn dieser Schock kam, man war immer überrascht. Also man konnte sich nie darauf vorbereiten. Die Arme zucken stark zusammen, die Beine auch. Man hat in der Brust einen kräftigen Schlag. Ich habe das häufig so beschrieben, als würde einer einem eine Pfanne auf die Brust schlagen, obwohl ich das Gefühl nicht kenne. Also sehr, sehr kräftig und vor allem brennt sich dabei auch ziemlich was in den Kopf ein. So ein Ereignis ist ziemlich hart und man wünscht es keinem. Also es ist schlimm, manchmal notwendig, aber dennoch nicht einfach für den Betroffenen selbst. Und es kam ja bei dir doch relativ häufig vor. Was haben denn die Ärzte an Erklärung gehabt, warum das bei dir so häufig der Fall war? Also insgesamt waren es, ich habe das auch mal versucht zu rekonstruieren, um die 50 bis 60 Schockerlebnisse, die ich erlebt habe. Das waren vielleicht, ich kann es an einer Hand abzählen, vielleicht an Momenten, wo ich dann doch mal bewusstlos war, weil ich dann statt einer Herzrhythmusstörung in Form einer Tachykardie dann doch einen Kammerflimmern hatte. Und da war es dann auch gut, dass schnell der Defi geschockt hat. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Die Ärzte selbst haben gesagt, dass ich eine sehr ausgeprägte Herzmuskelentzündung hatte. Und zusätzlich wurde auch noch bei mir eine genetische Mutation festgestellt und sozusagen das in Kombination hat irgendwie dazu geführt, dass das Herz so geschädigt war, dass es so viele Ursprünge im Herzen gab, die Herzrhythmusstörungen ausgelöst haben und dazu geführt haben, dass das so häufig etwas passiert ist. Okay, da hast du ja wirklich das volle Paket sozusagen mitbekommen. Genau, leider einmal so All-Inclusive-Paket von Herzrhythmusstörungen. Genau. Es sind ja dann auch immer wieder Kontrollen auch erfolgt und irgendwann hat sich das stabilisiert. Ist da irgendwas verändert worden an der Therapie oder wie kam es, dass irgendwann dann doch mal ein bisschen Ruhe reinkam und der Defi doch eher still geblieben ist? Also da muss man einfach ein großes Dank auch an die akribische Arbeit der ganzen Rhythmologen aussprechen, die dann wirklich nach fast jeder Rhythmusstörung geguckt haben, okay, passen die Einstellungen noch am Gerät? Können wir das noch ein bisschen feinjustieren, dass es nicht so häufig ist, dass ich einen Schock erleide? In besonderen Fällen wurden dann ja auch Ablationen durchgeführt, wie ich es im ersten Teil schon erwähnt hatte. Ja, insgesamt 6 Ablationen. Und die haben auch dazu geführt, dass vor allem von 2014 bis 2017 nahezu Ruhe war. Und dann nach Anfang 2018 war es bis zur Transplantation auch nicht mehr so schwerwiegende Rhythmusstörungen vorlagen. Das war extrem wertvoll und deswegen sind auch diese Ablationen für mich so wertvoll gewesen, um erstmal weiterzuleben, um überhaupt noch leben zu können und um alle Schritte, die dann noch kamen, erreichen zu können. Und diese Ablationen, wie hast du die wahrgenommen? War das ein größerer Eingriff oder eher dann im Routineprozess?
Ja, für einen selbst ist es immer viel. Dann sagt man auch immer, ja, eine Ablation. Man sagt immer gerne, das ist eine OP. Und für die Mediziner ist es dann meistens immer nur, ja, so ein Routineeingriff. Da war ich bis auf einmal, wurde es nur mit örtlicher Betäubung gemacht. Die anderen Male hatte ich dann immer eine gewisse Sedierung und habe davon nichts mitbekommen. Oder es erfolgte sogar mal in der Vollnarkose tatsächlich dann auch in den Niederlanden. Dort waren es sehr, sehr intensive Eingriffe. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich dort halt im Vorfeld ja diesen elektrischen Sturm mit Reanimation hatte. Also da musste ganz, ganz viel gemacht werden. Das ging dann insgesamt, also wenn man es so zusammenfasst, die eine Sitzung 9 Stunden, die andere 9,5, die andere nochmal 8,5 Stunden. Da, okay, das ist dann entfernt auch manchmal, von Routine. Genau, und da war es dann auch sehr, sehr intensiv. Das war aber auch gut, dass das gemacht wurde. Ich habe da nicht viel von mitbekommen. Anschließend auch, es ging immer über die Leiste zum Herzen und da war es lediglich ein Druckverband und man war innerhalb von ein paar Tagen auch schnell wieder auf den Beinen und konnte ja weitermachen quasi und dann halt auch im besten Fall ohne Rhythmusstörung. Und dieses Gefühl, endlich mal Ruhe zu haben, ist das Erleichterung oder ist man dann ständig in so einer Halb-Acht-Stellung, das kann nicht sein, es geht doch bestimmt gleich wieder los? Man ist extrem beruhigt, dass endlich mal Ruhe ist und es hilft einem auch quasi jeder Tag, wo dann keine Rhythmusstörung ist oder jede Woche oder jeder Monat. In der Zeit war es dann wirklich so, dass es einem auch Selbstvertrauen weitergegeben hat, dass man auch natürlich immer noch mal Extrasystolen hatte oder kleinere Störungen des Herzens, die man wahrgenommen hat, dass der Rhythmus nicht ganz rund lief. Aber das war gut zu ertragen und man hatte nicht so das Gefühl, dass man sich gefragt hat, ja, irgendwie ist das komisch, eigentlich hat man ja immer Rhythmusstörungen, kommt vielleicht doch gleich was. Also sowas dann eher nicht, es gab eher Selbstvertrauen. Und generell würdest du sagen, du hast ein gutes Gefühl für dein Herz bekommen, weil du ja eigentlich ständig immer mal wieder Extrasystolen, Rhythmusstörungen hast. Irgendwann zu merken, okay, das ist jetzt harmlos und hier könnte irgendwie doch Gefahr in Verzug sein. Merkst du das stärker? Ja, also man nimmt es tatsächlich stärker wahr. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich habe jeden Extraschlag meistens gemerkt. Das ist natürlich auch nervig, wenn man jeden falschen Schlag des Herzens wahrnimmt, weil es einen auch verunsichert hat. Damit konnte ich aber irgendwann leben, weil ich da auch die gewissen Techniken entwickelt habe, damit leben zu können. Auf der anderen Seite hat es auch enorme Vorteile zu merken, wenn eine Herzrhythmusstörung ist. Im Fall des Defis konnte ich dann Vorkehrungen treffen, mich hinlegen. Ich habe keinen Defischock im Stehen beispielsweise erlebt, was auch andere Patienten haben und dann noch weitere Verletzungen davon tragen, weil sie quasi aus dem Stand hinfallen, eine Kopfverletzung haben beispielsweise. Das ist dann sehr gefährlich und ja, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, schön zu hören, dass du so eine gute Strategie entwickelt hast, mit diesem Defi oder auch mit diesen Schocks gut umzugehen. Fällt dir denn spontan ein Tipp ein, den du vielleicht sogar anderen Betroffenen mitgeben könntest, wie man tatsächlich damit gut umgehen kann? Also wichtig ist es tatsächlich, wenn man merkt, dass diese Defi-Schocks einen sehr belasten und im Alltag belasten und man da sehr viel drüber nachdenkt und es einem auch Angst macht, was auch völlig normal ist. Also ein Defi-Schock, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, das ist ganz angenehm, also es ist nichts Schlimmes, also es ist einfach schrecklich. Und ich finde es wichtig, dort einfach offen und ehrlich drüber zu sprechen, erstmal mit Freunden, Verwandten, wenn man da aber vielleicht mal ein bisschen mehr Distanz zu möchte, dass man sich dann auch die entsprechenden Personen sucht, vielleicht auch erstmal mit dem Hausarzt spricht oder dann auch vielleicht mit Psychologen Kontakt aufnimmt und die Themen angeht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da schnell ansetzt und nicht lange mit wartet, weil es absolut kein Grund ist, sich dafür zu schämen. Keiner, der es noch nicht wirklich erlebt hat, kann es nachvollziehen und kann darüber urteilen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich da schnell Hilfe sucht und dass man nicht aufgibt. Also es ist ja auch immer wichtig, wenn die Geräte ordentlich funktionieren und sie retten letztendlich auch das Leben. Das muss man halt auch festhalten. Ja, perfektes Schlusswort für unseren zweiten Teil. Vielen Dank, Jonathan, für das Gespräch. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie gespannt, was Jonathan in der dritten Folge zu seinen Erfahrungen im Umgang mit Ängsten und Depressionen durch seine Herzrhythmusstörungen zu erzählen hat. Ich sage Tschüss für heute und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.